Leute, seht ihr das, was ihr ausseht? Ich habe einen Texture-Spec dafür verwendet für The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und im letzten Part haben wir besonders die Anfänge gemacht. Wir haben uns das Schwert hier geholt, wie Link es so präsentieren kann. Und ein Schild geholt dazu. Und nun hat uns Mido freigelassen. Und wir haben ein Gespräch mit dem Dekobaum geführt. Und jetzt müssen wir es durch den Dekobaum schaffen. Und wir werden ein bisschen entlang hüpfen. Und den Rest laufen wir einfach so zurück. Man ist dort wesentlich schneller zu Fuß. Muss ich bestätigen. Und treffe ich. Oh, ich habe getroffen. Yeah. Und wir sind auf jeden Fall wieder da im Dekobau. Durch den neuen Texture Pack habe ich ein komplett neues Zelda-Feeling, würde ich fast behaupten. Oh man, mir fällt es so schwer, so eine Wirbelattacke ohne Analogstick, wie ich das normal habe. Ich spiele hier gerade mit einzelnen Pads, also einem Steuerkreuz eher und nicht mit so einem Analogstick. Und darum fällt mir das äußerst schwer, einen Wirbelschlag zu machen, und zwar durch die einfache Drehung. Sieh dir diese Wand an! Vielleicht kannst du ja an den Pflanzen hinaufklettern. Und der Text ist auch nebenbei sehr schön gestalten worden. Und wir öffnen mal die Schatztruhe. Ich kann es mir aber schon denken, was drin ist. Ich glaube mal kaum die Schüler. Ihr habt nichts gehört. Die Labyrinthkarte. Drücke Start, um sie in Kartenbildschirm anzusehen. Blaue Räume hast du bereits aufgesucht. Der blinkende Raum zeigt deine derzeitige Position. Bewege Steuerkreuz, um ein Stockwerk auszuwählen. Okay, alles klar. Wir werden einfach darüber hüpfen. Und wir haben auch die nächste Tür erreicht. Und Navi denkt, wir können es nicht. Um eine Tür zu öffnen, stell dich genau davor und drücke A. Achte auf das blaue Aktionssymbol. Es befindet sich am oberen Bildschirmrand. Ja, es steht Öffnen dran. Und sie ist geschlossen. Wir sehen mal an und setzen einfach die Dekonus. Parieren wir einfach so. Vergebung, Herr! Lässt du mich gehen, wenn ich dein Geheimnis anvertraue? Springst du aus großer Höhe und drückst bei der Landung den Analogstick nach vorn, rollst du dich ab und linderst den Aufprall. Allerdings kann ich nicht wirklich garantieren, dass dies bei jeder Absprunghöhe klappt. Probier es einfach aus. Wenn du Mut hast, ich verschwinde. Wäre besser, du Arschloch. Gut, die Schrift stört mich ein bisschen, wird ein bisschen gequetscht und wir haben uns ganz schnell hier durchgekämpft. Und was erwartet uns hier wohl in dieser Schatztruhe? Es ist die Schleuder. Die Feenschleuder. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf den jeweiligen C-Button platzieren. Drücke C, um die Schleuder zu benutzen. Halte C und ziele mit dem Analogstick. Lass C los, um Dekokerne abzuschießen. Wenn du sofort schießen willst, halte C etwas länger gedrückt und lass dann los. So, jetzt haben wir wahrscheinlich ganz schöne Probleme mit der Kontrolle. Weil bei mir der C-Button... Warte, ich mach einfach so und... Schau, dort oben hängt etwas! Sieht aus wie eine alte Leiter! Ja, wer hätte gedacht. Jetzt lass mich in Ruhe losschießen. Dankeschön! In dem Raum ist sonst nichts mehr, soviel ich weiß. Darum würde ich vorschlagen, wir machen jetzt einfach mal weiter. Rollen uns ab und werden auf jeden Fall weiter hochklettern und... Ja, ich werde auf jeden Fall vielleicht ein paar neue Texture-Specs durchprobieren. Wenn euch dieser Texture-Spec gefallen hat, könnt ihr gerne das unter Kommentare verewigen oder so. Und ihr könnt mir auch ein paar Tipps geben, was zum Beispiel an Tech... Vorsicht, Link... an Texture-Spec verwenden kann. Und wir werden wie immer diese Viecher abknallen. So, wir werden jetzt nach oben gehen und dieses Viech abschießen. Zugegeben, ich ziele irgendwie besser gerade wie erwartet und
Es sind 5 Minuten vergangen und ich habe bereits schon die Hauptwaffe dieses Dungeon gefunden. Naja, ist auch erst der erste. Wir werden jetzt auf jeden Fall da entlang hochklettern und lassen uns ganz lange fallen. Wusch. Hier müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein. Mit dem Absprung. Wir werden. Die Riesenskutella! Die weiche Bauchseite ist ihre schwache Stelle. Wir werden es einfach mit einer Sprungattacke beenden. Nimm das. Gut, ich versuche jetzt gut zu zielen. Wenn es schon auf Anhieb klappt. Ja, es klappt und super. Wir haben es nach unten geschafft. In das unterste Stockwerk. Und wir müssen uns auf jeden Fall hier mal hochklettern. Wir werden uns auf jeden Fall durchkämpfen. Und das von äußerster Wichtigkeit, dass wir uns den Stock ausrüsten. Das sieht nebenbei noch ganz gewöhnlich aus. Wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Und dort müssen wir das Feuer lodern lassen und dann mit dem Stab anzünden. Und dann heißt es schnell reagieren, ganz schnell. Hier entlang und rollen und rollen und Spinnennetz verbrennen. Wir haben es bereits geschafft und es wartet ein weiterer Deko-Heini auf uns. Und wir werden ihn auf jeden Fall abfangen. Vergib mir, Herr! Ich werde es nicht wieder tun. Lass mich frei und ich gebe dir einen Geheimnispreis. Nie wirst du meine Brüder bezwingen, wenn du sie nicht in richtiger Reihenfolge besiegst. Merke dir 2, 3, 1. Rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor. Bin ich jetzt ein Verräter? Natürlich bist du jetzt ein Verräter und wir müssen jetzt genau zielen. Ganz vorsichtig. Und ich habe noch gerade so knapp getroffen. Und es geht schon weiter. Wie findest du dich im Wasser? Kannst du tauchen, indem du A gedrückt hältst? Wenn du findest etwas Interessantes... Da hat sie ausnahmsweise recht. Wir müssen ins Wasser tauchen. Und was haben wir denn da unter uns? Wir haben einen Schalter. Der nebenbei auch natürlich wieder nach totaler Türkei aussieht. Jetzt ist ein Zeitlimit vorhanden. Wir müssen uns jetzt sofort beeilen. Wir schaffen es! Und noch! Schnell hoch. Und wir haben es perfekt unten drunter geschafft und wir springen uns. Wir werden uns hier hochspringen. Und wir werden diese hässliche, gigantische Skulptur vernichten mit einer Sprungattacke. Stelle dich vor den Steinblock und halte A gedrückt. So kannst du ihn ziehen oder schieben. Auch zum Hinaufklettern musst du dich vor den Block hinstellen und dann erst in Analogsig in deine Richtung des Blocks drücken und dann A. Achte auf das blaue Aktionssignal, Symbol, so wie ich das weiß. Wir werden wieder den Block vorschieben, wie es uns diese nervige Navi gesagt hat und... Jetzt hat es klack gemacht, jetzt können wir hinauf und wir gehen jetzt auch da hinauf und dann einfach hier durch. Türe wird versperrt und es erwartet auf uns ein Dekostab, eine Dekotula oder wie dieses Viech heißt. Und wir haben zum ersten Mal eine Dekonus erhalten. Die Dekonus, im Gegenstandsmenü kannst du sie auf die jeweiligen C-Buttons platzieren. Wirf die Dekonus, sie wird zerplatzen und deine Gegner betäuben. Diese Technik setzt aus Sheik ein. Mich wundert es mehr, dass Link dadurch benebelt wird. Er wird einfach nur erblinden. Naja, gut. Zurück zum Thema Ocarina of Time. Wie gesagt, für mich lässt sich das Spiel irgendwie jetzt besser spielen, wenn ich jetzt meine neue Grafik spiele. Und da oben waren auch uns schon die blöden Eier. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall umschauen. Das ist die Tochter der bösen, 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 bösen Oma. Ganz böse. So geht das nicht.
So, wir machen hier frei. Und zu guter Letzt machen wir hier unten frei. Heuja. Mein Stab. Wir werden noch einmal den Versuch wagen. Und nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Rot ist eine so aggressive Farbe. Wir werden uns da durchgraben, kriechen, bevor uns diese hässliche Gomatussi da auf den Leib gehen, an unser Leder gehen will. Genau. So, wir haben es bis hierher geschafft. Nun ist es von äußerster Wichtigkeit. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie das geht. Ja, toll. Ich kann nicht hier hoch. Also im Klartext, ich muss diesen Stein hier verschieben. Und von der anderen Seite praktisch mein Feuer erlodern lassen und dann auf diese Seite springen und das Spinnnetz von oben einfach anzünden. Und dann fallen wir in das letzte, letzte Etagenloch und dann werden wir Roma betreten. Jetzt heißt es springen und Attacke! Attacke! Und das Spinnnetz brennt und wir fallen hinunter. Wir gehen mal weiter. Und hoch. Was ist denn das? Wie hat uns der coole Deku, das Deku-Opfer sagen wollen? 2, 3, 1. Die goldene Mitte geht vor und rechts vor links. Da hat er aber recht, das ist wie beim Autofahren. Und jetzt müssen wir einfach den da noch nehmen. Wenn ich ihn nächstes Mal treffe, ohne Anvisieren. Ach, scheiße. Leute, das kann noch ein bisschen länger dauern. Und, okay, und jetzt sofort fangen. Herbert, bleib stehen. Okay. Woher kanntest du unser Geheimnis? Bist du ein Hellseher? So sei es denn, ich werde dir das Geheimnis der Spinnenkönigin Goma verraten. Um sie zu vernichten, solltest du die Früchte des Baumes nutzen. Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Vergebt mir, Königin. Schande über mich. Er hat absolut recht und... Tja. Was wird uns da wohl erwarten, Leute? Das und vieles mehr im nächsten Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Mit einem neuen Texture Pack werde ich den neuen Startbeginn machen. Ich werde mich an diesem Texture Pack erstmal nicht festhalten. Ihr könnt es gerne kommentieren, wie ihr diesen Texture Pack fandet. Und ich hoffe, ihr habt meinen Part genossen. Und Link sagt schön Adieu zur Kamera. Braver Junge.